Herzlich willkommen zu meinem Video Lara Comportable Microsoft Visual Studio Code und PHP auf einen anderen Computer mitnehmen. In anderen Videos habe ich dir schon gezeigt, wie du hier diesen Webserver LaraCon installieren kannst, nämlich in der portablen Version. Portable Version heißt im Prinzip, dass der Server, das Programm, im Prinzip jedes Programm, das portabel ist, seine Einstellungen genau in einem bestimmten Ordner hinterlegt, alles quasi in einem Ordner und Unterordner verpackt ist, und wenn man diesen Ordner dann kopiert, vielleicht auch zippt und dann auf dem USB-Stick mitgibt oder in die Cloud drauflädt und dann woanders wieder herunterlädt bzw. vom USB-Stick auf den anderen Computer spielt, dass man dort dann dieses Programm gut weiterverwenden kann. Und das ist der Vorteil von dieser portablen Version bei LaraCon. LaraCon ist dieser Webserver und den lädt man ja dann hier herunter, verwendet dann hier diese portable Version. Wie das Ganze geht, habe ich dir in einem anderen Video schon empfohlen. Das heißt, wenn du hier jetzt weiterschaust, dann würde ich dir jetzt erst einmal empfehlen, dass du das andere Installationsvideo mal anschaust. Ja, ich gehe jetzt in den Ordner von LaraComportable mal hinein. Ich bin hier in meinem LaraCon-Ordner, da gehe ich einmal hinein. Und du kannst dich erinnern, wenn man LaraCon starten möchte, klickt man hier auf LaraCon-Exe. Wenn ich hier in Binary hineingehe, habe ich ein paar Dinge, die schon installiert sind, die PHP-Version. Wenn ich da hineinklicke, habe ich hier meine zwei PHP-Versionen. Wie man weitere PHP-Versionen bei LaraCon installieren kann, habe ich da auch schon im Video gezeigt. Ich verwende hier bei mir jetzt einmal momentan die 7.4.12er Version. Und was noch wichtig ist hier im Binary-Ordner, ist natürlich dann dieser Ordner-Code. Und dieser Ordner-Code beinhaltet dann eben bei mir meinen Microsoft Visual Studio Code. Wie man das hier installieren kann, habe ich in einem anderen Video auch schon erzählt. Ja, und damit Visual Studio Code auch wirklich hier portabel läuft, habe ich hier den Ordner Data angelegt. Du kannst dich erinnern, ich habe hier dann Extensions hineingelegt, heruntergeladen. Und ja, also all die Dinge befinden sich bei mir hier in diesem Ordner LaraCon. Und diesen Ordner LaraCon möchte ich jetzt dann übertragen an eine andere Stelle auf einen anderen Computer. Also als nächstes werde ich mir hier diesen Ordner dann, weil ich es dann einfach habe, diesen Ordner mitzunehmen, rechte Maustaste, senden an, nehme hier ZIP komprimierte Ordner und alles, was in diesem Ordner drinnen ist, wird dann hier komprimiert und landet dann hier in einer ZIP-Datei. Je nachdem, wie schnell dein Computer ist, dauert es eben dann länger oder kürzer, bis diese ZIP-Datei entsteht. Ich nenne die jetzt einmal LaraCon Portable. Also mein gesamter Ordner ist da drinnen. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf machen würde, würde ich dann hineingehen. Wieder hinein, würde dann genau in diese Ordner kommen. Ja, geht jetzt wieder heraus. Kopiere mir jetzt dann diese Datei. Und die könnte ich jetzt auf dem USB-Stick geben oder eben in die Cloud hinaufladen. Und einem anderen Computer wieder runterladen. So, ich werde es jetzt in einem anderen Ordner dann installieren auf einem anderen Rechner. Ich habe mir jetzt auf einem anderen Computer hier diesen Ordner Mein LaraCon eingerichtet. Da habe ich dann meine ZIP-Datei dann heruntergeladen oder vom USB-Stick dann hereingeholt und die gilt es jetzt zu entzippen. Also rechte Maustaste drauf und ich suche mir dann alle extrahieren, klicke jetzt hier drauf. Ich schlage mir dann hier einen Ordner vor, den belasse ich jetzt einmal, also es entsteht dann hier in diesem Ordner, klicke auf Extrahieren und je nachdem wie schnell mein Computer ist, dauert es halt dann kürzer oder länger, bis die ZIP-Datei einen Ordner dann extrahiert hat. Ja, alles wurde entzippt, ich habe jetzt hier einen Ordner bekommen, da gehe ich jetzt hinein und der schaut dann im Prinzip gleich aus wie der Ordner, den ich vorhin auf dem anderen Computer gehabt habe, mit all diesen Dingen, die wir da herinnen haben. Jetzt geht es nur noch darum, dass ich hier die entsprechenden Einstellungen vornehme. Ich starte jetzt wieder LaraCon. Ich sehe hier oben, da ist mein Pfad. Und ich muss dann den Pfad nämlich dann, damit LaraCon funktionieren kann, beziehungsweise besser noch Visual Studio Code, weil LaraCon funktioniert eh, muss ich mir diesen Pfad dann praktisch merken. Werden wir gleich sehen. Ich starte es einmal. Habe hier dann LaraCon schon gestartet. Ich starte mal alle sogenannten Dienste. Ich sehe dann hier meinen Port, der ist dann unverändert geblieben. In dem Fall ist, werde ich dann später bei den Einstellungen noch brauchen. Rechte Maustaste, gehe auf Tools, gehe auf Code und ich starte dann den Visual Studio Code Editor. Man sieht, er ladet noch und ich schaue mal zu meinen Erweiterungen. Er hat hier Erweiterungen erinnern und er hat hier zum Beispiel auch diese Erweiterung erinnern. Und damit er dann wirklich diese Einstellungen übernimmt, ich habe hier die englische Sprache zum Beispiel noch, schließe ich das Ganze noch einmal. Starte es noch einmal, gehe auf Tools, Code und schon erscheint alles in deutscher Sprache. Das heißt, ich habe es nochmal gestartet, damit dann wirklich diese Erweiterungen aktiviert werden beim ersten Mal. Als nächstes stelle ich dann hier mir, wenn ich da raufgehe, gehe nochmal daher, keine Ordner sind geöffnet, den Weg dann zu meinem
Ordnerpfad, also wo all meine Dateien sich dann drin befinden. Ich klicke auf Ordner öffnen, klicke mir jetzt also den Weg hier zu meinem Ordner, den ich da entzippt habe, herein und gehe dann hier zum Ordner www. Wenn ich jetzt hier hineinklicke, siehst du den Pfad, die mein Laragon, Laragon Portable, Laragon www. Im www-Ordner ist aber Laragon, sind nur da all die Web-Dateien drinnen, also HTML und PHP-Dateien. Ich klicke auf Ordner auswählen und die ganzen Dateien, die ich in meinem www-Ordner drinnen hatte, erscheinen jetzt hier. Was ich jetzt noch machen muss, ist die Einstellungen vorzunehmen, dass ja mein Visual Studio Code Editor auch dann wirklich PHP findet. Dazu gehe ich dann hier herunter, gehe hier auf Einstellungen. Und hier habe ich die Möglichkeit, gezielt zu suchen. Jetzt gebe ich hier PHP ein. Und also die grundlegenden Einstellungen hat er hier mal übernommen, wo er es hakel setzen kann. Ich habe das ja vorhin kopiert. Aber ich gehe jetzt hier auf Settings JSON bearbeiten. Und dann habe ich hier ein paar Pfadangaben. Die muss ich jetzt anpassen. Das heißt, ich passe jetzt hier den Pfad an zu dem Ordner, in dem sich meine PHP-Exe-Datei befindet. Ich gehe jetzt wieder in den Ordner hinein, um mir den Pfad zu holen. Bin jetzt hier in dem Verzeichnis. Da gehe ich dann wieder auf Binary, also Bin hinein. PHP, gehe dann in die PHP-Version, die ich möchte, das ist diese hier, und da habe ich dann schon meine PHP-Exe-Datei. Ich gehe jetzt hier herauf, übernehme mir jetzt den Pfad, rechte Maustaste kopieren und gehe dann wieder in meinen Editor hinein. Ich bin jetzt wieder in meinem Editor drinnen. Der letzte Teil, das ist Backslash PHP, kann ich stehen lassen, markiere den vorderen Teil und überschreibe ihn. Und da siehst du schon, dass manche Dinge hier rot angezeigt werden. Ich muss das dann wieder umdrehen. Das haben wir in dem Installationsvideo ja auch schon gesehen. Da habe ich dir das schon gezeigt. Das mache ich jetzt einmal ganz flott, damit der Pfad auch dann wirklich gut funktioniert, dass PHP gefunden wird. Und jetzt muss ich mir im Prinzip nur diese Einstellung hier kopieren, diesen Pfad hier kopieren und überschreibe dann auch hier bei PHP Executable Path. Und darunter in der Datei habe ich ja zum Glück dann auch schon die ganzen Einstellungen für die anderen Erweiterungen, Extensions. Den hier überschreibe ich. Den hier überschreibe ich. Und damit habe ich an und für sich schon ganz wichtige Dinge erreicht. Ich klicke dann hier auf Datei speichern. Habe das gespeichert, mache das jetzt hier zu. Mache das hier auch zu. Und jetzt gehe ich hier nochmal zu den Erweiterungen. Dann gehe ich hier zu OpenPHP. Und schaue, ob ich hier die Einstellungen gleich verändern kann. Ich gehe auf Erweiterungseinstellungen und habe dann hier ein paar wichtige Einträge, die ich mir anschauen muss und kontrollieren muss. Ich habe hier Localhost 8080. 8080 ist der Port. Ich schaue jetzt bei mir an meinem Server nach, ob der sich verändert hat. Ich bin hier wieder bei meinem Server. Und da sehe ich, dass der Port 8080 passt. Also in dem Fall muss ich da nichts verändern. Wenn ich jetzt einen anderen Port hätte, müsste ich hier einen anderen Port dann eintragen. Ich schiebe das mal auf die Seite. Und hier die letzte Einstellung, die ich vornehmen muss, ist dann, dass ich hier wiederum den Pfad angebe, wo meine www-Dateien stecken. Das heißt, dort ist mein Dateipfad. Du kannst dich erinnern, wie ich bei dem Datei, bei Ordnerfreigabe das gemacht habe. Das ist genau derselbe Ordner. Ich gehe jetzt also wieder zu meinem www-Ordner und kopiere mir den Pfad. Ich bin hier wieder in meinem Ordner. Ich gehe zurück zu Laragon und hier ist der www-Ordner. Da klicke ich oben wieder hinein. Rechte Maustaste kopieren, ich nehme den Pfad und gehe wieder in den Visual Studio Code Editor zurück. So, jetzt bin ich wieder da, gehe herein und überschreibe das Ganze und vergesse dann nicht zum Schluss dann hier diesen Backslash zu machen. Ja, und klicke dann wieder auf Datei speichern. Er hat sich hoffentlich das Ganze gemerkt. Ich gehe auf Nummer sicher, schließe nochmal dieses Fenster, dass er diese Einstellung wirklich übernimmt und starte es dann wieder. Ich bin hier wieder bei meinem Server, rechte Maustaste, Tools, Code, starte das, den Visual Studio Code Editor und werde dann gleich überprüfen, ob das funktioniert hat, dass PHP bei mir funktioniert. Ich wähle mir dann einfach eine PHP-Datei aus, da kann ich nicht viel machen, nehme mal die Datei hier, klicke hier oben auf diesen Symbol für Code Runner, klicke drauf, schaue, ob mir Fehlermeldung gibt. Nein, ich habe Glück, Fehlermeldung würde mir hier anzeigen. Ausgabe funktioniert und jetzt schaue ich, ob die andere Erweiterung, nämlich die Erweiterung OpenPHP, auch funktioniert. Ich klicke auf Open im Browser und du weißt, es öffnet sich dann die Webseite damit. Bin schon hier und er führt es aus. Also siehst, wir haben in etwa 10 Minuten den Umzug sehr gut geschafft und ich wünsche dir, dass es auch so problemlos funktioniert. Eine wichtige Voraussetzung ist halt wirklich, dass du Lara Comportable nimmst. Und dann bist du gut unterwegs. Danke für deine Aufmerksamkeit.